Hallo meine Lieben, hier ist wieder Katharina von Papier von mir aus Hannover. Heute wird sich alles um Drucker drehen. Ich habe verschiedene Drucker von klein, mini bis groß und ich zeige euch heute, welche Drucker ich für was benutze. Und da sind wir schon auf meiner Arbeitsfläche. Anfangen möchte ich damit, dass ich euch zeige, um welche Drucker es eigentlich in diesem Video geht. Und zwar haben wir hier den Canon Selfie CP1300, den HP Sprocket und den Perry Page. Ja, der große Unterschied erstmal ist natürlich die Größe. Der Canon Selfie passt schwer in eine Handtasche. Diese beiden, die kann man auch gut mitnehmen. Aber der große Unterschied ist auch noch, dass ihr für den Canon Selfie eine Steckdose braucht. Und diese beiden hier, die funktionieren mit Akku. Die ladet ihr auf und dann könnt ihr sie den Tag über auch unterwegs benutzen. Der reicht hier ja vielleicht einen Tag, vielleicht maximal zwei. Also den würde ich wirklich immer aufladen, bevor man dann einen Tag rausgeht. Und der Perry Page, den hatte ich 3 Tage in Wien im fast Dauereinsatz. Den habe ich nicht einmal aufgeladen. Also der, da hält der Akku wesentlich länger. Und jetzt zeige ich euch mal, was ihr noch dafür braucht. Und zwar ja das Papier. Für den Canon Selfie gibt es hier so eine Papierkassette. Da macht ihr dann Papier rein. Und dieses Papier kaufe ich mir meistens in dieser großen Verpackung. Da sind 108 Papiere drin und zwei von den Patronen. Ich kann das ja immer aufmachen. Die Papiere sind immer so einzeln eingepackt und für 3 von diesen Paketen braucht ihr ein Farbband. Und das ist nämlich auch das Schöne an diesem Canon Selfie, anders als mein normaler Canon Drucker, den ich ja für ganz normale Kopiersachen brauche, also Ausdrucke, Schwarz-Weiß-Ausdrucke. Da weiß man ja immer nie, wie lange halten meine Patronen. Wenn man was mit Farbe druckt, dann sind die Patronen ganz schnell alle. Die kosten auch nicht wenig, die Patronen. Und wenn ich da ein Foto ausdrucke, etwas größer, dann brauche ich danach eigentlich schon wieder fast neue Tintenpatronen. Und deshalb finde ich dieses System eigentlich total toll, weil man weiß ganz genau, wie viel ein Foto kostet. Und zwar habe ich mir das mal aufgeschrieben. Dieses Paket hier für 108 Fotos, das könnt ihr so circa für 40 Euro bekommen. Ich schicke euch oder ich stelle euch auch die Links unter das Video, dass ihr gucken könnt, wie viel die einzelnen oder nochmal nachlesen könnt, wie viel die Sachen kosten. Dann kommen wir bei dem Sprocket. Der braucht dieses Papier hier, das ist Zinkpapier, und zwar braucht ihr da keinen zusätzlichen Toner. Das macht das Foto selbst quasi, weil das ist eigentlich eine Art Polaroid-Foto. Und 50 Fotos, also die kommen hier immer in diesen 10er-Paketen, die macht ihr den Deckel ab, die könnt ihr ganz einfach nachfüllen. 50 Fotos kosten 33 Euro, also schon ein bisschen teurer als der Selfie, vor allen Dingen, weil der Selfie natürlich viermal so große Fotos macht wie der Sprocket. So, und dann kommen wir hier noch zu dem Perry Page. Das ist was ganz anderes, weil das sind diese Rollen hier. Ihr braucht hier auch keinen Toner. Das ist dieses Papier hier, darauf wird das gedruckt. Der druckt auch nur schwarz-weiß, im Gegensatz zu den anderen beiden. Die drucken farbig, der nur schwarz-weiß. Und das ist im Prinzip wie ein kleiner Bongdrucker, also ein Thermopapierdrucker. Deshalb müsst ihr auch aufpassen mit Wärme. Das kennt ihr auch, die Kassenbons, wenn man die irgendwie in der Sonne lagert, dann verschwindet das oder die werden schwarz. Und so ist das hier auch bei diesem Papier. Vorteil ist aber, dass das die wirklich kostengünstigste Alternative ist. Der Drucker, der kostet auch nicht viel und da sind meistens Rollen dabei. 6 Rollen waren bei meinem dabei. Und wenn ihr diese hier, das sind selbstklebende Papiere, also da ist hinten auf dem
Foto ist noch dieses blaue, das kann man abziehen, dann ist das ein Aufkleber. 6 Rollen von diesem Papier kosten nur 9,99 € und die sind 3,50 Meter lang, zumindest die sind sogar, glaube ich, noch länger. Das heißt, man kann unfassbar viele Fotos machen und das ist wirklich die wirklich kostengünstigste Methode. Hält aber natürlich nicht so lange wie die anderen beiden und vor allen Dingen hier der Selfie, der macht noch die besten oder hochwertigsten Fotos. Ja, dann kommen wir nämlich auch schon dazu, dass ich euch mal den Vergleich zeige. Also so kommt das, oder fangen wir mal so an. Ich brauche für meine Traveler-Notebooks immer so ein Format eigentlich nur, weil das Traveler-Notebook an sich ist nicht so groß und wenn ich da so große Fotos reinmache, dann ist die Seite eigentlich schon voll. Und deshalb möchte ich sowieso immer nur so kleine Fotos. Beim Canon Selfie mache ich das so, dass ich mit einer App 4 Fotos auf ein Foto mache und das dann ausdrucke. Und hier seht ihr, dieses Foto ist mit dem Canon Selfie gedruckt. Also die Farben, wirklich der Himmel schön, schön klar. Ich kann es euch noch mal ein bisschen näher zeigen. Die Details sind total gut zu sehen. Und wenn man jetzt hier das Foto vom Sprocket daneben legt, dann seht ihr, dass das ein bisschen nicht ganz so detailreich ist, die Fotos. Und manchmal gibt es auch so Streifen. Ich zeige das euch gleich nochmal in meinem Traveler-Notebook. Aber hier nochmal wirklich, das ist das gleiche Foto mit dem anderen Drucker. Und so sieht das gleiche Foto aus mit dem Perry Page. Also wirklich wenig detailreich und halt auch nur schwarz-weiß. Also das ist qualitativ nicht sehr hochwertig. Ich zeige euch das nochmal in meinen Traveler Notebooks. Ich habe hier nochmal eine Seite, die habe ich gestaltet mit dem Sprocket. Und zwar seht ihr hier diese Streifen, die ich meine. Das ist nicht so schön und auch die Farben, ja, die sind so ein bisschen gedeckter. Die könnten brillanter sein. Aber wenn man keine Steckdose hat, also vor allen Dingen, wenn wir mit dem Camper unterwegs sind, dann habe ich nicht unbedingt immer Strom und möchte aber gerne meine Fotos direkt ausdrucken. Dafür nehme ich den Sprocket mit. So, und dann habe ich hier nochmal eine Seite, die habe ich mit dem Canon Selfie, also mit dem großen, ausgedruckt, die Fotos. Und ihr seht schon, da sind die Farben von den Papageien und von dem Slush-Eis, die sind viel brillanter und ja, die sind schon, das ist schon ein sehr großer qualitativer Unterschied. Ich wollte euch auf jeden Fall noch zeigen, wo ich das hier verwendet habe. Ja, und hier habe ich den Sprocket benutzt für mein letztes Traveler Notebook. Ich wollte das einfach mal ausprobieren und dann kann man natürlich viele Fotos ausdrucken. Das habe ich dann auch getan, aber man sieht halt, ja, die Farben kommen natürlich nicht rüber und ja, es ist einfach nur eine Erinnerung, was da war. Hat auch was für sich, aber tatsächlich auf Dauer würde mir das nicht so gefallen. Ich finde das aber also der Perry Page, das finde ich eine super Möglichkeit, wenn zum Beispiel meine Kinder, die möchten jetzt auch mal gerne mal ein Traveler-Notebook machen oder Fotos ausdrucken. Und da ist das natürlich eine super Alternative für die Kinder, weil da die Fotos, die einzelnen, nicht wirklich ins Geld gehen. Während wenn sie hier 10 Fotos ausdrucken, das kostet dann einfach unverhältnismäßig viel Geld. Ja. Und ich hatte ja auch schon gesagt, also diesen Sprocket, den nehme ich eigentlich mit, wenn wir campen gehen und ich weiß, dass wir irgendwo frei stehen auf Wohnmobilstellplätzen, wo wir keinen Strom haben, dann ist der Sprocket auf jeden Fall dabei. Und wenn ich weiß, dass wir Strom haben, also in einer Ferienwohnung sind, dann nehme ich immer den Selfie mit. Der ist ja auch nicht viel größer und da kann ich einfach viel mehr Fotos in guter Qualität ausdrucken
und auch in verschiedenen Formaten. Hier sind die Formate ja immer sehr gesetzt. Und dann würde ich euch den empfehlen. Also als Einsteiger, wirklich, wenn ihr Urlaubserinnerungen festhalten wollt, dann würde ich euch auf jeden Fall diesen Canon Selfie empfehlen. Der ist so variabel und den könnt ihr auch zu Hause benutzen, um auch mal für die Kinder irgendwie, wenn sie mal wieder ein Foto von irgendwas mitbringen müssen, in die Schule oder sonst was. Und ihr wollt nicht extra ein Foto bei den Drogeriemärkten ausdrucken, dann ist das wirklich eine super Sache. Genau, zum Preis noch, das hatte ich auch noch mal rausgesucht. Also der Canon Selfie ist so für 130 Euro verfügbar. Also das ist auch nicht so ein wahnsinnig hoher Preis, finde ich. Der hier kostet nämlich auch 100 Euro. Also in dem Vergleich, finde ich, ist das schon das bessere Angebot. Das ist einfach nur ein Zusatz. Also wenn man ein Camper ist, der oft frei steht, dann würde ich euch das empfehlen. Und der Perry Page, der kostet ca. 40 Euro. Also das und hat ja auch schon immer Papiere dabei. Also das ist wirklich ein lustiges Spielzeug, den man sich auch noch dazu kaufen kann. Also das ist mein absoluter Favorit, der Canon Selfie CP1300. Danach der Perry Page und als Alternative für den Campingurlaub den Sprocket. So, ich hoffe, euch hat das Video wieder gefallen und ja, schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, ob ihr noch einen Drucker empfehlen könnt. Ich habe ja nun auch nicht alle. Ich weiß zum Beispiel, diese Art Drucker, die gibt es auch noch mal als portabel. Der kostet allerdings auch 100 Euro. Also von Canon gibt es einen Cube heißt der, glaube ich. Der hat auch dieses System mit diesem Papier und den dazugehörigen Toner. Also macht qualitativ hochwertige Fotos. Aber der kostet auch 100, 140 Euro. Also so ungefähr wie der. Ist dann aber halt auch mobil mit Drucker. Und ja, vielleicht hat den ja jemand und kann mir in die Kommentare schreiben, wie er den findet. Also, ihr Lieben, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!